Hi Leute, Kraxel hier, heute hier ein kleines Let's Play und einfach jetzt mal so ganz kurz nach Lust und Laune angeschmissen die Aufnahme, weil ich gerade hier noch den Demon Hunter zocke und irgendwie finde ich es ganz witzig. Ich habe mir jetzt beim Demon Hunter den Stein reingehauen für die Gabe des Sammlers, den Goblinstein, und bin jetzt hier im Rift drin, T6, und ich muss sagen, es läuft. Also macht echt Spaß, man ist unkaputtbar hier, guckt auf meine Zähigkeit. Nehmen unkaputtbar krieche Massen an Gold rein. Was natürlich auch nochmal ein ganz, ganz netter Nebeneffekt ist. Mein Fall zwar nicht ganz so dringend notwendig, aber trotzdem immer ganz nett nebenbei. Und ja, ich muss sagen, es ist echt genial. Ich überlege schon gerade, also jetzt bei normalen Rifts oder Bounties werde ich das auf jeden Fall so beibehalten. Also ich werde den Stein drin lassen hier, den Stein, die Gabel des Sammlers, mittlerweile Level 22 bei mir. Muss ich noch auf 25 bringen. Weil guckt euch mal an. Guckt mal auf die Zähigkeit. Ja, das ist pervers. Das ist richtig pervers. Aber ich stelle mich hier mal rein, T6. Es passiert aber nichts, ne? Also man ist hier wirklich unkaputtbar. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das von Blizzard so gewollt ist. Also das ist echt ein bisschen dolle Heavy, wie ich finde. Weil, ja, es ist T6. Und hier passiert mir gar nichts. Klar, hier und da muss ich mal aufpassen, wenn der, wenn die 5 Sekunden auslaufen. Aber an sich, ihr seht es ja hier selber, zack, zack, zack. Habe ich hier nicht zu befürchten. Macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Vorhin ein bisschen die ganzen Maps abgefarmt, also so die normalen Maps. Dann habe ich mir gedacht, ey, komm, kannst du eigentlich auch normal beim Riften machen, ne? Weil die Riftmonster geben natürlich auch Blut. Und da sollte das ja auch wunderbar klappen. Und siehe da. Ein Legendary. Siehe da, also wirklich hier. Es klappt wunderbar. Meine Zähigkeit wächst ins Grenzenlose. Und auch vorhin bei 700 Millionen oder so. Und es klappt wirklich einwandfrei. Wie gesagt, hier noch mit einem Marodeur. Ja, auch super funktioniert. Ich meine, meine Türme machen hier eigentlich alles für mich. Das heißt, ich brauche mich nur ums Gold aufsammeln kümmern. Wobei nicht mal das wirklich, weil auch das wird mir von meinen Wieseln abgenommen. Also auch damit habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Ich sammle einfach nur. Jäger und Sammler, beziehungsweise in dem Fall eher Sammler. Also ich kann euch echt nur empfehlen, liebe Leute, holt euch den Stein, macht einfach Bounties eine ganze Weile. Einfach nur Bounties machen, was weiß ich, mehrere Tage, mal eine Woche lang durchhalten, einfach nur Bounties machen. Aber da habt ihr schon eine relativ gute Chance, dass ihr auch mal auf das Goblin-Portal stößt. Weil in Rifts können die Portale nicht erscheinen, das wirklich nur im Story-Mode, beziehungsweise im normalen Bounty-Mode. Und ja, würde ich euch echt ans Herz legen, dass ihr das Ding bekommt, weil wenn ihr das Ding habt, ihr seht es hier selber, in Kombination mit Goldträger, ihr habt keine Probleme mehr, also keine Goldprobleme. Ihr könnt riften auf T6 ohne Probleme, also ein klein bisschen Damage natürlich vorausgesetzt, aber auch nicht so viel, also den Trash müsst ihr nur gekillt bekommen, der Rest ist relativ Humpe. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gold ich gemacht habe und ich habe echt gar kein Gold-Equipment, also außer hier den Goldträger, aber ich habe keine Goldhaut an, ich habe keinen Stein im Kopf, ich habe hier wirklich nur mein Basis-Equip, sag ich mal, ohne auf Gold gelegt. Und jetzt hier bei 2960%, also mit meinem Gold-Equip bin ich bei ungefähr 16.000%. So, und da ist das natürlich nochmal eine ganz andere Stange, also fast 10-mal so viel Gold, was ich da rausziehen würde, ne? Aber wozu? Also man sieht es ja hier ganz gut, es ist halt hier echt extrem nice, wie ich finde. Also echt sehr, sehr OP. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie gesagt, dass das so bleibt, dass Blizzard da das Ganze duldet. Weil man zieht hier das Gold nach... man zieht das Gold raus, ne? Dann kannst du hier eine Stunde weitermachen. Wäre ich immer bei meinen 3 Milliarden. Weil es einfach so rausgepusht wird hier. Ja, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe das ja schon mal in Kombination gezeigt mit meinem Goldguide, wie das funktioniert. Guckt aber mal rein, wenn ihr euch fragt, wie genau das hier alles vonstatten geht. Hä? Hab ich irgendein Monster vergessen? Scheint so. Aber ist cool. Macht Spaß. Schade, dass es bei großen Rifts nicht mehr geht. Ne? War eine Zeit lang auch so, dass es da ging. Weil das natürlich schon ein bisschen dann ein bisschen dolle, extrem. Wenn du da dann die großen großen Level machst, die großen Rift-Level 30 aufwärts und dann da so einen Goldträger anhast mit diesen Steinchen hier. Da rennst du natürlich durch und ja gut. Was mich trifft, trifft mich halt, aber tötet mich nicht, ne? Das ist das jetzt schon. Nice, sozusagen. Nice, total nice. So, nehmen wir mal alles mit. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Ey, komm, ey, ich brauche hier noch 2%. Willst du mich verarschen?
Wo sind meine 2% hin? 2%, weißt du, die kosten dir wieder so ewig Zeit. So. Sollten wir jetzt hier aber zusammenkriegen, denke ich. So, das Gold hebe ich noch ein bisschen auf für unseren Rift Guardian. Da ist er schon. Mensch, auf dich habe ich gewartet, mein Fräulein. Aber auch hier, kein Problem. Ach, komm, dein Ernst. Komm, wir machen mal ein bisschen unsere Zähigkeit hoch. Wuhu. Mal einen Schrein, Reflexionsschrein nehmen wir natürlich auch mal mit. So, wir müssen unsere kleinen Türmchen noch mit hin. Das Ding noch mit auseinanderrotzen. Oh, nächste Turm. Wow, ist mein Goldbonus hier abhandengekommen. Aber kein Problem. Auch der soll uns hier nicht wirklich stören. Und da haben wir, ach hier, genau. Schlüsselstein der Prüfung. Ja, guck. Gut, liebe Leute, ich wollte euch das bloß mal ganz kurz zeigen, wie gesagt. Ganz, ganz spontane Aufnahme jetzt hier, ohne große Planung oder sowas. Einfach nur ganz schnell angeschmissen. Und es war schön mit euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.